Herzlich willkommen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin. Ich beherrsche die Kunst des Kartenlegens und habe meine mediale Fähigkeiten. Diese Aufnahme ist ein Beratungsvideo für Sun, die zweite Teil. In der erste Teil war astrologisch. In diesem zweiten Teil schaue ich die Karten an. Ich beschreibe kurz Sun Lebenssituation. Sun ist natürlich nicht der richtige Name, aber ich möchte diese Beratungsvideos anonym behandeln. Sie hat einen Partner und eine vertraute Freundin und sie möchte Liebe, Harmonie und Frieden und hat das Gefühl, sie wird belogen, ausgenützt und ihren Selbstwertgefühl sinkt. Sie weiß nicht, wie das weitergehen soll im Privaten und wie findet sie ihre Mitte, wo ist ihre Aufgabe und wie geht es geschäftlich weiter, und sie hat vor, mit ihrem Bruder etwas zu kaufen, und das sind die Fragen. Liebe Sun, ich hoffe, ich darf mir das erlauben, du zu sagen. Ich begrüße dich, das ist dein Video und es wird auch dein Kartenblatt sein. Und ich mische die Karten und werde die Fragen über die Karten beantworten. Und dann gibt es noch einen dritten Teil. Und im dritten Teil werde ich meine Quelle befragen und vermittle ich die Botschaften, was nicht meine eigenen Gedanken sind, sondern was für Botschaft bekommst du für deine jetzige Situation. Aber jetzt zu den Karten. Ich fange an, diesem Kartenbild zu deuten. Du stehst gerade vor einer Veränderung. Die Ergebnisse, die Neuanfang, die neue Start ist noch nicht aktuell. Es sind die Vorbereitungsphase oder eine momentan innere Veränderung, aber die Umstände werden in die kurze Zeit noch nicht ändern. Aber du spürst das, dass hier Entscheidungen treffen muss und dass dein Leben eine Wende kommt. Und das ahnst du auch, denke ich mal, sonst hättest du diese Fragen gar nicht gestellt. Und das kann ich bestätigen von den Kartenbildern. Wenn ich betrachte dein Umfeld, deinen Bekanntenkreis, Freundeskreis, ich sehe sehr viel Schönes, sehr viel Positives, nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft, dass du immer wieder Menschen begegnest, die dir Glück bringen im Leben, die dich unterstützen, helfen. Und es sind wirklich schöne Freundschaften, Bekanntschaften. Aber das ist nur ein Teil von deinem Bekanntenkreis. Ich könnte grob sagen, die Hälfte. Und bei der anderen Hälfte hast du immer wieder mal Stress oder bedrückt dich etwas, weil es ist nicht möglich, vernünftig miteinander kommunizieren. Es ist nicht möglich, das im Gleichgewicht halten wie geben und nehmen. Du verlierst dabei den Gleichgewicht. Dein Partner
kann dich in manchen Situationen stärken. Oder mindestens so vermittelt er. Und Grunde genommen, du bist diejenige, wo ihm die Kraft, die Stärke und den Halt gibt. Er würde das aber nicht zugeben, sondern er möchte vermitteln, ich bin hier die Stärkere und du brauchst mich. Ich sehe von den Karten genau umgekehrt, er braucht dich. Was ich dann bei deinem Partner sehe, ist, er kann dir oft eine gute Unterstützung sein und die Partnerschaft ist stabil, aber bei mir erscheint er hier im Bild als schwierig und launisch. Und du verlierst dabei die innere Ruhe, weil das stresst dich, also so könnte ich mir das vorstellen, immer auf seine Stimmung anpassen. Du weißt nie, was da kommt. Ist mal nett und hilfsbereit und er ist da. Anderen Tagen ist er vielleicht mal beleidigt und redet mit dir gar nichts oder sagt etwas unüberlegt, was dich verletzt. Es kommt immer wieder verletzten Gefühlen. Natürlich lernt er voneinander, er von dir und du von ihm, aber es ist nicht die optimale Partnerschaft, wo du das Gefühl hast, jetzt kann ich mich fallen lassen, aufatmen, das bereichert mich, es ist einfach wunderschön, weil wir in Harmonie leben und Hand in Hand arbeiten und genießen wir auch die Zeit. Und genau das, was du wünschst. Und dieser Wunsch kommt zum Erfüllung. Natürlich, dann würde das auch bedeuten, dass du von deinem jetzigen Partner dann trennst. Eine Trennung ist momentan zu früh, sondern erstmal versuche mal dich selbst, wie du auch sagtest, du findest deine Mitte nicht. Und das wäre jetzt gerade wichtig, deine Mitte zu finden. Das bedeutet, im inneren Gleichgewicht zu sein oder die Ruhe, die innere Ruhe zu finden. Das bekommst du nicht in dieser Partnerschaft. Vielleicht mal für Momente oder mal Tagen, ja, aber das ist nicht dauerhaft. Und da kannst du drauf nicht bauen. Die einzige, wo du wirklich vertrauen kannst, und das bist du selbst. Und mein Rat ist, dass du sollst alles noch so lassen, wie das ist. Keine schnellen Entscheidungen, noch keine Veränderungen, sondern warten bis halbes Jahr etwa, also noch ein paar Monaten, und in diesen paar Monaten versuche die Partnerschaft so nehmen, wie das ist, und aber innerhalb von die Partnerschaft doch Zeit nehmen für dich selbst und mal um dich selbst kümmern. Und das ist die Zeit, was aktuell Also das ist das Thema, was jetzt aktuell wäre. Eine Tätigkeit, was dir in dein Leben, in die Partnerschaft ein Ausgleich gibt. Es ist Kreativität. Es ist eine schöpferische Energie hier. Etwas tun, was in dein Herzen liegt. Du kannst das als Berufung sehen, weil ich sehe die berufliche Wandlung, Veränderung. Es liegt auch Selbstständigkeit auch da, vielleicht nicht hauptberuflich erstmal, sondern nebenberuflich. Aber das wäre eine gute Idee, das zum Starten. Und ich kann nicht genau beschreiben, was das sein soll, sondern du sollst selbst in dein Herz hören. Ich kann nur sehen Erfolg. Auch sehr viel Freude dabei und ich sehe die Ideen, ich sehe die Kreativität, diese schöpferische Kraft an dir, dass du das umsetzen kannst,
dein Werk zu machen. Das kann Musik sein, das kann Malerei sein, das kann auch Mode sein, wo du etwas entwickelst, oder kann auch in die spirituelle Richtung gehen. Das liegt auch sehr schön da. Ich möchte auch nichts vorschreiben, sondern wichtig ist dein Herz, weil das ist auch ein Herzensangelegenheit. Das wäre zeitlich optimal in die Richtung schauen. Und lass es nicht nehmen, auch wenn andere sagen, ja, jetzt hast du gar keine Zeit für mich, weil du bist mit dir selbst beschäftigt oder mit deinem Hobby beschäftigt oder versuchen, die dich verunsichern. Das wird es niemals zu Erfolg bringen, davon kann man nicht leben und. Lass dich nicht beeinflussen, verunsichern, sondern du selbst triffst die Entscheidungen so, was für dich richtig ist, wo du innerlich ein Ja dazu sagst und auch was ein Herzensangelegenheit ist, weil das wäre jetzt momentan eine schöne Zeit, eine Richtung gehen, was du auch jetzt sofort, aber auch später als Berufung leben kannst oder das zu erweitern, also die berufliche Erfolg, die Berufung zum Leben und deine schöpferische Kraft, deine Kreativität, deine Spiritualität fließt. Das ist ein Glück da und es ist eine sehr schöne Zeit. Was ich noch ganz toll hier bei mir erscheint, ein Buch zu schreiben oder ein Buch illustrieren, das wäre auch dein Werk. Als Idee kannst du mal in diese Richtung auch Gedanken machen. Was bei mir auch sehr schön hier liegt im Bilder, eine Reise oder Ausland, Kontakte im Ausland, Verbindungen zum Ausland oder eine Fremdsprache oder eine neue Fremdsprache zum Lernen, das Beginnen. Also das sind so Tätigkeiten, was du jetzt schon anfangen könntest, was dir auch sehr viel Freude bringt, was du auch umsetzen kannst als Berufung, und du kannst auch sehr gut damit auch leben, also auch Geld verdienen, weil die Finanzen liegt auch sehr schön da. Also du kannst das eigentlich erwirtschaften auch. Also du machst das nicht umsonst. Vielleicht ist dieser finanzielle Erfolg kommt nicht in die ersten Tagen oder sofort, aber die Erfolg, auch die finanzielle Glück, finanzielle Erfolg ist hier klar und deutlich sichtbar. Dein Partner verunsichert dich eher. Ich möchte ihn nicht schlecht beschreiben, überhaupt nicht, weil es gibt wirklich Situationen, wo er dich stärkt oder hinter dir steht und unterstützt dich, aber diese Wechselhaftigkeit, das was bei mir hier erscheint, du kannst nicht immer auf ihn verlassen. Die Freundin, wo du auch vertraust, hast du gesagt, erscheint mir im kalten Bild als falsch. Und da liegt bei die Freundin, hier habe ich die Lunomat-Karten ausgelegt, der Karte Fuchs, direkt bei ihr auch, was die Gespräche, die Kommunikation betrifft. So, ich würde das mal so behaupten, dass du, dass sie dich anlügt. Also besonders, wenn es um Information geht und Gesprächen handelt, kannst auf sie nicht vertrauen. Du weißt nie, was stimmt nicht. Ist es die Wahrheit oder hat sie gelogen? Also diesbezüglich sei du eher vorsichtig. Dann würde ich mal eher sagen, dass du mehr Vertrauen, auch wenn schwierig ist, aber mehr Vertrauen kannst dein Partner, also mehr Vertrauen schenken kannst dein Partner gegenüber. Es werden noch neue Kontakte geben in dein Leben. Ich sehe jetzt keine
neue Partnerschaft momentan, sondern ein neuer Partner erscheint in dein Leben erst dann, wenn du wirklich diese Entscheidung getroffen hast und die jetzige Partnerschaft beenden möchtest. Mein Bild zeigt, es geht schon in diese Richtung. Du wirst momentan noch nicht trennen, wäre auch nicht klug, aber es kann passieren, dass bis Frühling, Sommer nächstes Jahres kommt zwischen euch beide zu einer Trennung. Momentan ist wichtig, um dich selbst kümmern, deinen Weg zu finden und lass dich nicht von diesem Weg ablenken. Und wie ich schon sagte, sei sehr vorsichtig mit Freundin, weil sie lügt. Dann die Vorhaben mit deinem Bruder liegt sehr schön da. Wenn es um Handlungen geht, was die Finanzen betrifft oder Verträgen betrifft, wenn das schon aktuell ist, dieser Objekt, und es geht zum Verhandlungen und um Verträgen, dann versuche du die Überhand nehmen. Das bedeutet, du kannst besser handeln als dein Bruder oder du überprüfst die Verträge sorgfältiger als er oder er ist vielleicht auch mehr gutmütiger. Also es kann passieren, dass dein Bruder auf etwas reinfällt oder nicht richtig verhandeln kann oder bei einem Vertrag etwas übersieht. Es ist kein Fehler, überhaupt nicht. Also er hat auch seine Fähigkeiten und seine Objekte, was er startet oder was er vorhat, führt auch zum Erfolg. Aber er ist nicht vorsichtig genug oder er übersieht etwas oder ist er nicht so sorgfältig wie du. Und wenn etwas überprüfen soll, und das sollte er auch bei Verträgen, dann ist besser, wenn du das in Hand nimmst, weil das kann auch sein, es ist keine Falschheit, auch kein Betrug, sondern es kann passieren, dass etwas übersehen wird oder der Preis ist zu teuer und es ist wichtig, dann verhandeln oder im Vertrag steht etwas, was für euch vielleicht Nachteil sein kann. Also das bedeutet mit anderen Worten, das, was ihr vorhabt, führt zum Erfolg, aber du bist die kluge Kopf und das soll dir bewusst sein und die Verhandlungen dann sind vorteilhafter für dich. Ich fasse mal das nochmal zusammen. Du suchst deinen Weg. In dieser Partnerschaft frei, glücklich, unbeschwert zu sein, ist schwierig, weil dein Partner ist schwierig. Es ist besser, wenn du innerhalb von dieser Partnerschaft dich so ein bisschen rausnimmst und etwas für dich machst, was dich glücklich macht, was dich aber auch unterstützt in deinem beruflichen Weg, dass du deine Berufung lebst. Sei kreativ, setz deine Ideen um und sei davon fest überzeugt, dass für dich das Erfolg bringt und Anerkennung bringt und Geld bringt. Und lass dich von nichts und niemand da dich verunsichern, sondern leb diese Talente, diese Fähigkeiten, bring es ins Licht, sei schöpferisch, zeig, was du kannst. Ein Buch zu schreiben liegt gut, eine Reise liegt gut, ausländische Kontakte liegt gut, Fremdsprache liegt gut, Spiritualität, Kreativität liegt sehr gut, teilweise die Freundschaften sehr schön, auch neue Freundschaften auch sehr schön, teilweise aber auch schwierig. Die sind aber Kontakte von deiner Vergangenheit, also nicht was noch kommt in Zukunft, sondern die Menschen, wo du schon kennst. Sei vorsichtig mit der Freundin, liegt bei der Freundin die Falschheit dabei.
Die Vorhabe mit deinem Bruder gelingt. Er hat auch tolle Ideen. Er kann auch schön handeln, aber er übersieht etwas oder er ist nicht achtsam genug. Also du bist diejenige, wo das mit klarem Verstand dann in Hand nimmt und so führt das zum Erfolg. Wenn es um Preisen geht, sollt ihr mit dem Preis verhandeln, weil die Objekt ist etwas teuer, aber besteht die Möglichkeit, dass ihr einen guten Preis aushandeln könnt. Eine Trennung, eine neue Partnerschaft zeigt mir die Kartenbild an, aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt und die Entscheidung wird nicht er treffen, sondern die Entscheidung wirst du treffen. Das bedeutet, wenn zwischen euch beide zu Trennung kommt, du bist diejenige, die diese Trennung ausspricht, weil er möchte nicht von dir verabschieden. Aber für deine Zukunft glücklich zu sein und auch eine glückliche Partnerschaft zu leben, dieser jetzige Partner war gut zum Lernen etwas verbessern, etwas noch anschauen, aber es ist nicht dein Seelenpartner, sondern dieser Mann kommt noch in dein Leben und dann bist du auch in Partnerschaft glücklich, weil das befreit dich auch. Ich bezeichne das immer als Komplementärseele, eine glückliche Partnerschaft, glücklich zu sein und auch diese Befreiung und das, was du erlebst, im Augenblick noch nicht, das wird dauern, aber die Chancen, Möglichkeiten wirst du bekommen, Jahr 2018, so bis Frühling, Sommer, ist die Begegnung da, wenn du diese inneren Einstellung dazu hast, wenn du das wirklich möchtest. Ansonsten, wenn du bei deinem jetzigen Partner bleiben möchtest, kannst natürlich auch, weil er möchte dich behalten. Und so könnte ich die Bilder beschreiben. Also das liegt bei mir in die Liebe, etwas Neues, aber das erst im Jahr 2018. Und ich habe jetzt alles vermittelt von Kartenbild, vielleicht noch so viel. Ich habe zwar das erwähnt, aber das betone ich noch einmal, dass du Glück hast in Finanzen. Es kann auch Gewinn sein und also das ist auch wichtig zum Erwähnen. Und gesundheitlich, ich sehe da keine Krankheit. Aber wenn dann irgendwelche gesundheitliche Beschwerden kommt, wie Erkältung oder also nicht wirklich was Weltbewegendes, liegt auch sehr schön hier die Heilung da. Das bedeutet auch, befindest du dich nicht nur in dieser Veränderungsprozess, sondern das ist auch ein Reinigungsprozess und auch ein Heilprozess, also liegt Heilung auch da, das Gesundheit liegt auch sehr schön da und die Finanzen auch. Liebe Sun, das, was ich dir vermitteln könnte über die Karten, ich hoffe, das bringt mehr Klarheit in dein Leben, aber es kommt noch ein dritter Teil, eine mediale Beratung. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.